So, hallo Leute, so kommen wir mal zur Woche 2 des EP-Rausches. Und zwar haben wir hier einmal gegnerischen mit Schrotflinten Schaden zufügen. Einmal 1000. Zweite Phase ist 2500 und dritte Phase 5000. Das solltet ihr mit Gruppenkeile machen können, sehr gut. An Robotern gehen auch. An den laufenden NPCs, also diesen Handlangern, geht das auch. Oder halt irgendwie im Team. Da ist es, glaube ich, egal, ob man mit dem befreundet ist oder nicht. Sobald irgendwie Schaden gemacht wird, wird das gezählt. So, und dann, das ist dann hier die zweite, und zwar eliminiere Gegner mit gewöhnlichen Waffen. Gewöhnliche Waffen sind die grauen Waffen. Damit 7 Leute eliminieren. Gruppenkeil-Modus ist das leider nicht möglich, da man da nur seltene Waffe, also blaue Waffen bekommt. Kann man eigentlich in gutem Solo machen, geht zum am besten zu Robotern, Stark Industries, obwohl vielleicht da, wo die immer landen, diese Helicarriers, diese Quinjets, genau so heißen die. Eliminiert die, da sind immer 5 Stück. Dann sucht ihr euch einen anderen noch, dann habt ihr damit schon die 7. Und die andere, jetzt kommt die nächste. Eliminiere Gegner mit seltenen Waffen, also den blauen. Das kann man dann halt in Gruppenkeile machen. Die dritte Aufgabe ist das gleiche, nur mit epischen Waffen, also lilanen Waffen. Einmal in Gruppenkeil-Modus reingehen, man kriegt ja sowieso so viele Mets, wie es nötig ist. 150 von jedem Stein, Metall und Holz. Damit kann man sich dann eine epische Waffe machen, damit 7 Leute killen. Das sollte eigentlich auch komplett easy sein. Dann, oh, das ist eine spannende Aufgabe. Die geht dann halt leider nur im Solo-Duos und Team. In Gruppenkeil-Modus ist das nicht verfügbar. Und zwar ist es mit einem Chopper, muss man Schaden machen mit den rotierenden Blättern. Das ist jetzt nicht viel. 50. Das steigert sich natürlich in Phasen. Phase 2 sind es 100, in Phase 3 sind es 250. Das kann man beliebig bei Gegnern machen, das kann man auch bei Robotern machen. Man fliegt mal einfach so in die Reihen, das sollte genug Schaden geben. Dann die mit den Fischen. Fange Fische normal, 10 Stück. Dann zweite Aufgabe. Fange Fische mit einer Profi-Angel. Wenn ihr keine Profi-Angel findet, könnt ihr die auch upgraden. Eine normale Angel auf Seltenheitsgrad blau, also selten. 100 Metall, 100 Stein und Holz. Das gibt dann eine Profi-Angel, das könnt ihr auch machen. Müsst ihr 10 Fische angeln und dann einmal Fange Fische mit Explosionswaffen. Gut, einen Raketenwerfer kriegt man jetzt nicht immer. Ich würde es empfehlen, mit Granaten zu machen. Man tut diese Fangnetze, wo die immer schwimmen, Granate rein. Voraussichtlich kriegt man 1 oder 2 Fische. Ich weiß jetzt nicht, ob das dadurch 2 gezählt wird, aber 1 wird immer gezählt. Und dann haben wir hier schieße einen Benzinkanister ab, den ein Teammitglied in die Luft geworfen hat. Also das heißt, irgendein Teammitglied müsst ihr nach oben werfen und ihr müsst ihn in dem Moment auch abschießen können. Das wird dann gezählt. Dafür kriegt man 50.000 EP. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Okay, vielleicht ein bisschen Übung, aber ich glaube nicht, dass man da großartig irgendwie Hilfe braucht. Dann gibt es dann noch eine Aufgabe. Ich glaube, das ist eine Backup-Aufgabe. Benutze Sofortgegenstände, 30 Stück. Ich weiß nicht, ob die jetzt da drunter noch kommt oder nicht. Also ich denke mal, das ist eine Backup-Aufgabe, falls eine nicht geht. Ja, das waren eigentlich alle Aufgaben. Das hört sich noch ziemlich einfach an. Das ist einfacher als die Risse da benutzen, 10 in einem Match oder sowas. Das hier ist viel, viel einfacher, ja.